Grüß Gott, dann habe ich die Ehre. Jetzt soll ich euch einmal da das Topflappenbuch von der Gabi Seibert vorstellen. Das heißt Motivtopflappen häkeln, witzige Ideen. Und da werdet ihr nachher staunen, was da für eine riesen Auswahl von verschiedenen Motiven ist. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, die paar Minuten, lohnt sie. Und dann werdet ihr mal schauen, was da alles zum Sehen gibt. So, jetzt geht's los. Da zieht zuerst einmal einen Apfel, der ist abbissen mit dem Wurm drin. Dasselbe nochmal in Rot, aber nicht anbissen. Und dann nochmal anbissen. Und dann gibt es eine saubere Blume, eine Fantasieblume in zwei verschiedenen Farben. Und jetzt kommt der Fröschel. Den dürft ihr jetzt auch gleich in mehreren Farben sehen. Schaut auf jeden Fall interessant aus. Dann nochmal ein Hellgrün. Und natürlich gibt es auch einen Froschkönig. Und jetzt was für die Fußballfans. Schöner Fußball in zwei Farbkombinationen. Und jetzt kommen wir zum Motiv vom Bucheinband. Das ist dann der Fuß. Oder wie man in Bayern auch sagt, der Haxen. Und den haben wir natürlich auch in mehrere Farben. Eine super Sache. Auch für Fußpflegestudios oder auch in die Küche halt. Die schauen ja schon so nett, das ist gewissermaßen ein Herr Fuß und der Frau Fuß Topflappen. Also die schauen da super aus. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Handy, muss ja nicht gleich Domina-mäßig sein, aber kann es ja trotzdem mal anrufen. Gibt es einen Westi-Topflappen, das ist ein Topfhandschuh, ganz praktisch und ganz lieb. So, und dann haben wir einen Igel, da mit einem Apfel in der Hand. Und da mit dem Steinpilz oder Fliegenpilz. Und da ist jetzt eine Käserübe. Und dann haben wir noch Katzen. Die gibt es natürlich auch in mehrere Farben. So, und jetzt wird es da gefährlich. Jetzt kommt das Krokodil vom Nil. Ja, aber das gibt es natürlich auch noch in einer anderen Farbe. Dann haben wir Mond und Sterne. Das sehen wir immer gerne, gell? So, und nachher gibt es was zum Mampfen, einen lustigen Negerkuss. Ein paar weniger lustig, weil er abbissen ist. Dann haben wir nochmal so eine schöne Blume, diesmal mit einem Magic Line Garn. Schaut das super aus. Dann haben wir einen Pinguin. Ja. Und dann haben wir auch Schnecken. Da gibt es auch super Farbmöglichkeiten, wenn man die nacharbeitet. Aber das ist natürlich schon wieder was für Profis. Aber das macht ja nichts. Übung macht den Meister. So, jetzt haben wir es praktisch geschafft. Gibt es da noch ein paar Hinweise vom Verlag zum Buch. Da sieht ihr, kostet bloß 97. Also ist nicht viel für die vielen Motive, die es da gibt. Sollte euch eigentlich überzeugt haben. Also, auf geht's. Das braucht ihr unbedingt. Müsst ihr euch unbedingt kaufen. Ja, weil da habt ihr erst selber einen Spaß und nachher das ist ja auch eine super Sache, so ein Topflappen, um die nachher zum Verschenken. Oder halt auch in die eigene Küche. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. So, und jetzt könnt ihr da noch lesen, wo ihr das Buch überall kaufen könnt. Also, könnt ihr zum Beispiel bei uns kaufen. Oder es gibt es auch im gut sortierten Buch- und Fachhandel. Also auch in Wollgeschäfte sollten es haben, wenn es ein Gescheites ist. Oder auch sonst anderweitig im Internet oder auch im Versandhandel. Und es kostet überall 97 in Deutschland, weil wegen der Buchpreisbindung. Also, herzlichen Dank fürs Anschauen und Durchhalten. Da hoffen wir jetzt natürlich, dass ihr euch für das Buch interessiert. Also macht's gut und Servus.